Hey meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tante mit Tales of Shadows. Wir sind in Kapitel 3, die Küche, und beginnen jetzt den fünften Abschnitt. Wir haben in dem vorherigen Abschnitt ein Geheimnis entdeckt. Jetzt frage ich mich natürlich, ob in jedem Abschnitt ein Geheimnis existiert. Weil wenn ja, wow, was für eine Glanzleistung ist das denn, dass ich es dann... Jetzt, wenn ich im dritten Abschnitt bin, da irgendwie was finde. Ich dachte irgendwie, die würden das ablecken, aber irgendwie macht er das nicht. Ach doch. Was haben wir hier? Okay, ich dachte, ich könnte den Käfig rein und dachte mir, vielleicht ist es nicht so gut, wenn ich in den Käfig wirklich rein kann. Männer. Aber das andere noch so dunkel ist. Ja, aber... Warte mal, muss ich mit dem vielleicht das komplett wegmachen? Ah, okay. Na, bleib hier. Hier brauche ich dich noch. Ich kann mich sonst gar nicht mit Phantom weiter. So, jetzt aber. Oder? Hey, eigentlich müsstest du da hier durchkommen. Jetzt hängt er komplett fest. Hä, warum kommt er da dann da nicht durch? Verwirrt. Da muss doch eindeutig hier durch. Ich dachte erst, okay, weil vielleicht das andere zu sehr schattenhaft ist. Aber da geht ja trotzdem nicht durch. Hä? Jetzt geht's auf einmal. Ich verstehe es nicht. Vielleicht ist es auch etwas, was ich nicht verstehen muss. Oh, jetzt steckt er im Schatten fest. So. Jetzt wieder auf die andere Seite. Oh nein, das ist nicht so gut. Ja, jetzt. Oder? So ist besser. So klappt das auf jeden Fall. Ja, klar, der steckt im Schatten fest. Ja, ihn einfach mal erstmal überhaupt rüberbringen können, ne? Ich wusste es. Beim Sprung habe ich schon gemerkt, das reicht nicht. Ich brauche richtig einen Boden. Das vielleicht doch schon zum Draufspringen. Weil den oberen Dings kann ich halt nicht wirklich verändern, deswegen. Oh, das sieht ja auch sehr schick aus auf dem Tisch. Oh, da kann ich mir was...
Was bin ich froh, dass da die Musik gerade weg war, weil hätte da die Musik gespielt, hätte ich das für noch makaber gefunden als ohnehin schon. So, dann machen wir mal da den Weg frei. Und hier genauso. Komme ich hin? Ah, okay. Wahrscheinlich muss ich jetzt damit auch noch den Weg entsprechend machen. Und damit vermutlich auch. Ich muss aber gucken, wie ich den Weg hier überhaupt frei mache. Wie komme ich denn mit Phantom dort hinten hin? Hat er nichts, worauf er sich hinstellen kann. Deswegen bin ich da ein bisschen irritiert. Mit dem. Doch, komme ich noch durch? Der kann ja hier einfach bleiben. Vielleicht so? Ja, das sieht doch ganz gut aus. Dann geht es in den nächsten Abschnitt auf heißen Kohlen. Das sieht alles so schön aus. Richtig, richtig toll. Aber mal. Ja, doof, dass sie sich unterschiedlich auch noch bewegen. Das geht ja hier. Das geht auch. Auf das nächste komme ich auch noch. Verdammt. Hoffen dann auch erstmal kommen, dass man da noch mal einmal zurück muss. Dann wieder so eine Wand zum Durchessen, ne? Ja, das war hochintelligent von mir, das so zu benutzen. Warte mal, ich kann ja vielleicht so machen. Das kann ich mal durchessen lassen, wenigstens. Und kann mal gucken. Ah, okay, dann habe ich einen viel leichteren Weg.
den mir schon mal hier herholen. Achso, warte mal. Kann die Wand durchessen? So, und jetzt, bleib bitte. Bleib hier, okay? Wie kriege ich das denn weg? Irgendwo hier unten erst, ne? Oder kriege ich das sogar weg? Huch! Das war knapp. Auch gut, dass ich hier wieder weiter... dass es hier wieder weitergeht. War so ganz mutig und bleib einfach mal stehen. Und versuch gar nicht erst in die Mitte zu kommen. Huch. Wo bin ich denn jetzt? Hä? Weil ich auf den drauf gesteckt habe oder was? Hey, du, bleib hier. Bleib hier. Geht doch. Da oben ist aber jetzt nichts mehr, oder? Weil noch die anderen Dings sind. Du sollst einen einfach nur das Gefühl geben. Das ist ein bisschen schwierig zu drehen halt, ne? Auf jeden Fall hier weiter und erstmal abstürzen natürlich, wie sich das gehört. War klar. Mann, da muss ich ja schnell sein. Okay. Hat ja doch besser geklappt, als ich gewartet habe. So, und jetzt nur auf der Seite. Schaffe ich, haha. Ist alles ein bisschen warm hier, muss ich sagen. Geht das zwischendurch auch mal aus? Nee. Oh. Oh nein. Bleibt es dadurch? Hä? Was betätigt? Achso, dann geht das in die Richtung einfach nur. Ups. Warum das andere nicht funktioniert hat, weiß ich nicht. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass das Teil mich vor Feuer geschützt hat. Ich weiß es nicht.
Aber ich vermute es mal, weil, ich habe das Gefühl, ich werde von dem gefressen oder so. Also ich denke mal, das ist feuerfest und hat mich vor Feuer geschützt. Dass ich da gar nicht mit Phantom wieder hätte zurückgemusst, um die Teile wieder umzudingsen. Weil das war nämlich ein bisschen schwieriger, wie man das gemerkt hat. So, ums Eck. Ums Eck denken? Alles klar. Das muss irgendwie aufgehen. Geht das mal zu, mal auf? Nee. Ich habe das Gefühl, ich kann jetzt nur mit Phantom irgendwie was machen. Ich weiß aber noch nicht so recht, was. Weil hier komme ich ja zum Beispiel auch noch nicht hin. Ich komme da oben nicht hin. Hier kann ich auf jeden Fall auch mit ihr rein. Ich muss halt nur... Komm ich auf jeden Fall rein. Zack. Verbannt. Jetzt komme ich auf jeden Fall mit ihr hier rein. Okay. Was bezweckt das? Dass das aufgeht. Aber warum sollte ich das aufmachen? Dass ich hier so rauskommen kann. Ja, okay. Aber... Verstehe ich nicht so ganz. Also ich kann hier nicht hin. Aber der geht dann dort drüben hin. Hier durch kann ich auch nicht. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Upsa. Ist das eh nochmal? Nee, so. Okay, ich bleib nochmal kurz. Weil ich muss im Endeffekt mit dem Teil hoch, damit ich oben wieder durchkomme. Weil anders komme ich hier nicht raus. Ach, verdammt, das war zu langsam. Nun muss das unten halt auch betätigt werden, damit ich mit Dings wieder rauskomme, ne? Mit Emma hieß es, glaube ich. Ah, okay, das ist, damit ich im Endeffekt hier durch kann. Ah, und dann komme ich mit Phantom dahin. Das ist diesmal so abwegige Wege. Oder so riesige Wege, sagen wir es mal so. Aber die sind auf jeden Fall feuerfest. Das ist schon mal gut zu wissen. Kann man das da oben auch irgendwie kaputt essen? Nee, scheinbar nicht. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ach so. Ich muss da gar nicht durch. Da musste einfach nur die Wand weg. Mann, ich denke manchmal zu kompliziert. So, jetzt haben wir nur noch den letzten Abschnitt in Fetzen.
ins Fettnäpfchen. Aber ich sehe gerade, dass die Zeit auch schon wieder bei 20 Minuten ist. Und wenn ich das jetzt noch starte, ich glaube, dann wird das wieder zu lang. Okay, dann mache ich halt hier einen Schnitt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und werden da Kapitel 3 beenden. Bis dann, tschüss, eure Time.